Catblogging. Hier müssen wir was sagen, nicht? Also ohne Ton wirkt das alles immer so trübe. Ja? Ja, Anne? Zu welcher Kirche gehört denn überhaupt diese Frau Lude? Ja, zu dieser neu gegründeten, zusammengelegten Kirche. Nicht? Das ist ja irgendwie Bugenhagen und Flottbek und so sind ja alle zusammengelegt worden zu einem Kirchenkreis jetzt, nicht? So einer Kirchengemeinde. Das haben jetzt, ich weiß nicht genau, ich bin mir selber nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall die Flottbeker Kirche da unten, die Bugenhagenkirche und die Großflottbeker Kirche, glaube ich. Die drei haben sich vereinigt zu einer Gemeinde. Und Othmarschen, glaube ich, ist noch eine eigene Gemeinde. Sagt denn der Name Pastor Jule noch was, Anne? Ja. Mein Name ja Jule. Ich kann mir niemanden mehr darunter vorstellen. Nee. Und der war ja sehr bekannt. Ja, schon. Ja, unsere Oma ist natürlich. Nein, Quatsch. Bitte? Doch. Ich würde jetzt gerade mal unsere Oma väterlicherseits hieß natürlich Gaul. Ne? Ja, genau. Jule und Gaul sind dann gekriegt. Ja, und was war Gaul für eine Familie? Gute Frage, wissen wir nicht. Also irgendwie, ich glaube aus dem Württembergischen, aus dem Süden kam die und so Gymnasialprofessoren, glaube ich, sagte sie immer, ihr Vater wäre Gymnasialprofessor gewesen. Mhm. Ich glaube schon, die stammen. Ja, nee, Papa meint ja aus dem Lothringischen, glaube ich, oder Elsass oder sowas. Ja, Papa meint ja, das wäre das, wäre das französische de Gaulle, das Gaul, nicht? Das wäre dort, ja, das wäre die Packing mal. Und ihr Mann kam dann aus diesem Bentheim-Geschichte. Genau, ja, unser Opa. Bentheim, ne? Warum ja so eine Bauerfamilie? Das sind wohl ziemliche Bauernleute, ja. Ja, aber es sind eben doch Leute, die angeworben worden sind, ne? Von wem? Tja, von wem? Von, oh Gott, von Picard und von irgendeinem bentheimischen Grafen. Und von wo? Ja, das ist mir unklar, von wo die gewohnt. Ja, ich weiß nur, dass der Name Bangen ja irgendwie aus. Was ist das denn eben gewesen? Dass der Name Bangen ja doch eben aus Norwegen irgendwie stammt. Norwegen? Ja, also wenn du Internet recherchierst, dann findest du die Norwegen, die Bangs. Oder ja, amerikanische Bangs. Bitte? Stämme, gibt auch Bangen, gibt es ja irgendwo im Schiff. Ja, dann meint er wieder auf Rheinwehr, dass das ursprünglich die Bangen hießen, aber bin ich mir nicht so sicher. Das kann er nicht nachweisen, glaube ich. Das Rollo, ein Stückchen weiter runter, erscheint mir so eine Ecke genau ins Auge. Im Rollladen meinst du wahrscheinlich, ja. Naja, das kriegt sie auch nicht so richtig. Nicht den großen, sondern den. Nicht den großen? Den Papierne. Den Papierne, ja, das ist ja auch kein Papier. Haben wir ja gar nicht, Anne. Nee, da ist nur der dicke Rollladen. Wo es dann ganz dunkel wird. Der außen angebrachte Rollladen. Ja, genau. Innen angebrachtes Rollo haben wir. Lass ich trotzdem ein bisschen runter. Dann stören wir nicht mehr diese. Lichtblitz. Lichtblitz. Ja, aber es ist ja keine Sonne, ne? Ja, dann ist ja nicht keine Sonne, dann blendet wird. Lichtblitz. Stopp. Stopp. Oh. Und wie sich die dann kennengelernt haben, die Frau Gaul und Herr Bangen. Tja. Wahrscheinlich auch wieder so in Hamburg da, oder wie alles. Ja, nun war ja unser Opa schon mit einer anderen Frau vorher verheiratet gewesen. Ja. War ja schon Familie. Ja. Also genau. Also auch eine Hamburger Familie. Das wissen wir ja gar nicht. Genau. Ja. Was ist mit
mit der Frau gewesen ist. Davon wissen wir überhaupt nichts. Geheimnisvolle Sache. Wann ist sie gestorben? Ja, ich denke noch in der Cholera, also in der letzten Cholera-Toten, sagt man. Ja, ja. War das zeitlich? Ja, ja. 1890 war die Cholera in Hamburg. Nee. Ich glaube, er ist 1905 hier nach Hamburg gekommen. Also ja, du stehst ja gerade. Wie viel Grad haben ich jetzt? Ach, nee. Zimmertemperatur ist. Ja, 24 Grad. Cholera-Pandemie. Hamburg 1892. Naja, okay, aber da, das muss später gewesen sein. Ja, aber irgendwie Cholera gab es halt immer noch. Aber keine Ahnung. Vereinzelte Cholera-Tote gab es dann wohl immer noch. Hm? Ja, ja. Aber wir haben keine Ahnung von der, keine Bilder. Nur, dass dieser Helmut Bang eben ihr Sohn war. Nicht Helmut und Lotte. Lotte. Noch eine dritte, oder wie? Weiß ich nicht, jetzt gibt es auch wieder zwei. Ne? So. Ich habe ihn noch nie gesehen. So. Nee, die sind ja auch, naja, sind ja auch schon irgendwann in den 60ern verstorben, glaube ich. Ach nö, Quatsch. 70ern. Und dann darfst du nicht vergessen, da gibt es ja noch diese Schwester von unserer Oma. Ne? Genau, Tante Irmi. Ja. Irmi, genau, Tante Irmi. Schillernde Persönlichkeit. Ist. Ja, ja. Schrill, die Frau. Tante Irmi, wo die dann irgendwie abgeblieben ist.